Willkommen bei Antispiegel TV. Mein Name ist Thomas Röper und heute werden wir mal wieder dem Titel von Dominik alle Ärger machen. Wir werden eine Menge schwurblerisches Zeug erzählen. Und wir schwurbeln heute sogar themenspezifisch, und zwar zu Bauernprotesten. Allerdings gehen wir jetzt nicht allzu explizit auf die Bauernproteste in Deutschland ein, sondern wollen uns mal generell so ein bisschen allgemeiner mit der Situation der Landwirte in Europa befassen, was da so für Herausforderungen gibt. Weil die Bauernproteste in Deutschland, da geht es ja um bestimmte Subventionen, bestimmte finanzielle Geschichten, oberflächlich zumindest. Aber wenn man sich das ein bisschen tiefer sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann steht da ja ein System dahinter, und das wollen wir heute mal so ein bisschen analysieren. Das ist ja schon wieder eine Verschwörungstheorie, ein System dahinter zu sehen. Das sollen die Zuschauer nach dieser Sendung selber entscheiden können. Richtig. Ganz interessant ist, es gibt ja nicht nur, also Bauernproteste gab es ja nicht nur jetzt in Deutschland, sondern es gibt ja in vielen Ländern immer mal wieder Proteste von den Bauern. Zum Beispiel in den Niederlanden. Was ist denn da los, Thomas? In den Niederlanden läuft etwas ab, was die Medien in Deutschland auch nur sehr, sehr stiefmütterlich behandeln. Die Regierung hat dort relativ offen gesagt, dass sie 30% des Tierbestandes reduzieren will, also auch im Grunde damit der Bauern, weil wenn ein Bauer sich so reduzieren muss, kann er davon nicht mehr leben. Und die Regierung hat sogar offen Angebote gemacht, dass die Bauern ihre Höfe aufgeben sollen. Also es wird ihnen Geld geboten, sogar mehr als der Hof heute wert ist, damit sie aufhören, damit sie also als Bauern nicht mehr arbeiten. Wir hören uns das mal an, das ist wie gesagt nicht meine Idee, das zum Beispiel britische Medien und andere haben darüber berichtet. Hören wir uns mal ein Beispiel an. Für landwirtschaftliche Unternehmer wird es ein möglichst attraktives Stilllegungsprogramm geben, sagte Van der Waal in einer Reihe von parlamentarischen Briefings. Dies ist das erste Mal, dass sich die niederländische Regierung zu einem umstrittenen Zwangsaufkauf oder Enteignungsprogramm bekennt, nachdem es zum ersten Mal in einem Forschungsbericht der Regierung erwähnt wurde, in dem eine 30-prozentige Reduzierung des Viehbestands bis 2030 skizziert wurde. Man möchte die Bauern also im Endeffekt aus ihrem Geschäft herauskaufen. Ja. Mit welchem Ziel? Das ist die Frage, über die wir gleich noch sehr weit eingehen werden. Was wir erstmal festhalten wollen, ist, dieses Höfesterben, also das Sterben von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, ist nicht offensichtlich kein Unfall, sondern gewollt. Das ist etwas, was gewollt ist und wo die, was ja auch die EU mit ihren Richtlinien über Tierhaltung und so weiter forciert das. Die Holländer haben es nur mal offen gesagt. Letztendlich macht der Özdemir ja nichts anderes, wenn er sagt, wir müssen die Zahl der, auch der Nutztiere senken. Geht es ja in die gleiche Richtung. Wie soll denn ein Bauer, der, was ich, 100 Milchkühe braucht oder 100 Schweine braucht, um zu leben, wie soll der sein Leben betreiben, wenn er nur noch 70 hat? Ich sag mal so, die Anzahl der Tiere zu senken, kann man ja positiv sehen im Sinne des Tierschutzes und der artgerechteren Haltung. Ja. Aber dann sollen, glaube ich, eher die riesigen Schweinemastbetriebe, wo irgendwie 5000 Schweine drin sind, mal die Anzahl reduzieren und nicht die Kleinbauern mit 100 Kühen. Die wahrscheinlich ihre Kühe oft noch auf der Weide stehen lassen, nebenbei gesagt. Also genau das ist der Punkt. Das heißt, die Frage ist, wo können wir eher tiergerechte Nutztierhaltung erwarten? Bei den großen Konzernen, mit der Massentierhaltung oder eben eher bei den Bauern? Also wie gesagt, es geht also zunächst einmal um die Frage, wo wir einen Haken dran machen können, dass das Höfesterben ist durchaus gewollt. Die Frage ist, warum? Und damit sind wir wieder bei der Frage, die immer wieder kommt, politische Macht und Geld. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir spielen den Gedanken mal weiter, kommen wir nachher auch zur Bestätigung, wenn wir uns mal vorstellen, die Höfe kommen weg, was passiert denn dann? Das Land wird aufgekauft von, in der Regel, Lebensmittelkonzernen. Also im Endeffekt, die Kleinen müssen verkaufen, müssen ihr Land abgeben, wie auch immer, müssen dicht machen, können sich nicht mehr über Wasser halten. Dann kommen die Großen hin, die Kohle haben und übernehmen es, ne? Und gestalten das dann nach ihren Vorstellungen. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn jetzt irgendwann einige wenige Konzerne den Lebensmittelmarkt beherrschen und nicht mehr ganz viele Tausende, Zehntausende von bäuerlichen Familienbetrieben, wie ist das denn mit der Marktmacht? Ja, also können dann eventuell diese Konzerne über Preisabsprachen den Markt beherrschen? Das heißt, also es geht hier am Ende, wenn man das mal extrem zu Ende denkt, um die Frage der Lebensmittelsicherheit, der Ernährungssicherheit und auch der Frage des Lebensmittelmarktes. Also das könnte durchaus eine interessante Frage werden. Wobei, da sind wir jetzt ein bisschen vorgaloppiert, es geht ja auch noch um eine andere Frage. Kommen wir nochmal zurück zur Tierhaltung. Es wird ja generell, und das ist wieder auch nicht nur EU, das ist ja auch WHO und so weiter, propagiert, wir sollten kein Fleisch mehr essen. Mhm.
Zum Beispiel Fleisch ist schlecht fürs Klima, schlecht für die Umwelt und für die Tiere ist es sowieso auch schlecht. Und sogar für die Gesundheit. Also Fleisch ist das für die Gesundheit ist auch nicht gut, genau. Und wenn, dann höchstens aus dem Labor, aber am liebsten Insekten oder gar kein Fleisch. Ja, und das ist der Witz, das sagt eben wirklich die WHO zum Beispiel. Die Gesundheitsagentur der Vereinten Nationen besteht darauf, dass die Öffentlichkeit auf den Verzehr von pflanzlichen Produkten, im Labor gezüchtetem Fleisch und Lebensmitteln auf Insektenbasis umsteigen muss. Und daraus soll ich jetzt schließen, Thomas, dass das Höfesterben bewusst initiiert wird, um da Insektenfarmen hinzubauen? Nee, aber man könnte ja durchaus übergehen, zum Beispiel erstmal zum Pflanzen ansetzen. Die Insekten werden ja nicht in Höfen gebaut. Das sind ja Firmen, die das, wird ja in Kartons gemacht letztendlich. Aber es wird mit dem Grund, dass das furzende Kühe die Umwelt, das Klima schädigen, wird uns erklärt, wir sollen auf Fleisch verzichten. Wobei der Punkt ist, das gilt ja nicht für alle. Bei der Veranstaltung, bei dem letzten Klimagipfel, haben sie ja genau diese Dinge gefordert. Aber der Witz ist, wenn man, das ist bei den Medien gezeigt, wenn man dann guckt, was auf den Speisekarten der freundlichen Politiker, die dort die Entscheidung getroffen haben, draufsteht, dann steht da was von saftigem Fleisch und Burgern und japanischen teurem Steak. Also es scheint nicht für jeden zu gelten. Das ist ja dieses typische, ne, Wein trinken und Wasser predigen, ne? Ja. So, und nun, wie gesagt, wir sind also jetzt an einem Punkt angekommen, wo mit dem Klimawandel uns erklärt wird, wir sollen kein Fleisch mehr essen, wo uns erklärt wird, die kleinen Höfe müssen weg. Und da kann man ja fragen, okay, hat das vielleicht noch einen größeren Hintergrund? Und da ist mir ein Thema aufgefallen, das nennt sich SDG. Okay. Das sind haben viele schon gehört, es sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. Das sind 17 Stück, die klingen alle ganz super. Hunger besiegen, Armut besiegen, alle müssen gesund sein und so weiter und so fort. Das klingt doch wundervoll. Genau. Schwierig wird es, wenn man reinguckt, weil um diese Ziele zu erreichen, gibt es Unterpunkte und dann Programme zur Umsetzung. Und ich will jetzt einmal ein Ding rausgreifen. Wir gucken uns nachher was anderes an, aber ich will jetzt eins rausgreifen. Und das ist das Programm der C40-Städte. Hat wahrscheinlich nie jemand von gehört. Es sind aber viele deutsche Städte Mitglied. Und die C40-Städte haben sich das Ziel gesetzt, die Klimaerwärmung um 1,5 Grad zu verhindern. Und dazu haben sie, und damit sind wir wieder bei diesem Thema, zum Beispiel ein Ziel, eine Agenda 2030, und das sind die SDG, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, sind auch 2030. Also 2030 ist ein Schlüsseljahr, das man immer wieder trifft bei diesen Geschichten. Auch die Holländer haben schon gesagt, bis 2030 den Viehbestand reduzieren. Also 2030 ist ein Schlüsseljahr. Und das Jahr X sozusagen, das Jahr für X, die Umgestalter. Auf das sie hinplanen. Ist keine Verschwörungstheorie, das sagen die offen, nee. Das kann man lesen. So, und bei den C40-Städten wird zum Beispiel gesagt, das Ziel, das sie anpeilen, also das ehrgeizige Ziel, sie räumen ein, dass es vielleicht nicht so erreichbar ist, so schnell, sondern etwas später. Und jetzt ist es kein Scherz, das Ziel ist, für die Leute in diesen C40-Städten, also ganz viele deutsche Städte dabei, 0 Kilogramm Fleischkonsum im Jahr, null. Gar nichts. Gar nichts. Null. Vegetarier oder vegan? Oder Insekten. 0 Kilogramm Milchprodukte. Stelle ich mir schon mal die Frage, wie ist das mit kleinen Kindern? Kein Scherz. Maximal 3 neue Kleidungsstücke pro Jahr. 0 private Fahrzeuge. Also keiner hat mehr ein Auto. Und maximal 1 Kurzstreckenflug von weniger als 1.500 Kilometern alle 3 Jahre. Das klingt doch nach einem wundervollen Lebensstandard, Thomas. Ich habe keine Ahnung, worüber du dich aufregst. Nee, Spaß. Also das ist natürlich eine Vision, wenn man das als Zukunftsvision vertritt. Natürlich passen da Landwirte in diese Welt nicht rein. Also wenn man diese Ziele verwirklichen will, klar, dann muss die Landwirtschaft entweder entsorgt oder radikal umgestaltet werden, sagen wir es mal so. Ne? Ja, wir werden uns das im zweiten Teil gleich noch genauer angucken, aber diese SDG, das ist ein Riesenthema. Also ich habe wirklich die Idee, darüber mal ein Buch zu machen, aber ich weiß noch nicht, wie es angehen soll. Ich sag's mal so, die offizielle Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, das ist das Programm der Bundesregierung zur Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele, dieser SDGs. Dieses offizielle Programm der Bundesregierung umfasst 391 Seiten.
wenn man das jetzt analysieren will, hat man ein Buch von 1000 Seiten. Also es ist ein sehr komplexes Thema und wir versuchen hier mal reinzugucken, weil meine These, und am Ende der Sendung dürfen alle sagen, sie stimmen dem Röper zu oder finden ihn dumm, ist, dass die Geschichte mit den Landwirten ein relativ kleines Mosaikstein in der Umsetzung der SDG ist. Die SDG werden uns positiv verkauft. Alle sollen nicht mehr arm sein, alle sollen glücklich sein, alle sollen was zu essen haben. Aber so Sachen wie C40 mit null Fleisch, null Milchprodukte, 3 Stück Kleidung pro Jahr und so weiter, die kommen nicht mehr. Es ist ja die logische Endkonsequenz aus den Forderungen, die man jetzt schon stellt in diesem Zusammenhang. Ne? Man muss es nur Fleisch reduzieren, Flugreisen reduzieren und so weiter. Also klar, das sind ja alles Maßnahmen, die angewandt werden an die Situation, die wir jetzt haben. Und wenn man das bis zum Ende denkt, klar, landen wir dann irgendwann bei solchen Verhältnissen. Und wie gesagt, das ist nicht wir, dass wir uns das ausdenken, das sind offizielle Papiere, deren Umsetzung mit sehr viel Geld gefördert wird. So, damit gehen wir in die Pause und danach gucken wir uns noch ein paar mehr Details an. Alles Gute, bis gleich. Willkommen zurück bei Antispiegel TV. Wir schwurbeln heute über das Thema Landwirtschaft und zwar in einem bisschen größeren Format, beziehungsweise wir gucken uns das ein bisschen in einem größeren Ausmaß an, was da generell für eine Entwicklung verfolgt wird. Wir waren gerade bei den SDGs stehen geblieben, also im Endeffekt Zielsetzungen, die im Namen der Klimaneutralität im Endeffekt den Konsum von Fleisch abschaffen sollen und so weiter und so fort. Da gibt es aber noch andere Zielsetzungen, Thomas, und da wolltest du noch was erzählen. Ja, wie gesagt, es sind 17 Entwicklungsziele und wie ich schon sagte, die klingen alle ganz toll. Es ist eine Riesenarbeit, sich da reinzukommen. Wie gesagt, 17 Ziele, dann haben die teilweise 10 Unterziele, sind wir 170. Und dann gibt es für die Erreichung der Ziele nochmal wieder Programme. Dann kommst du am Ende auf Hunderte, die du dir im Detail angucken musst, weshalb es nicht ganz einfach ist, sich da durchzuwühlen. Ich will mal eins rausgreifen. Und zwar gibt es zum Beispiel das 16. SDG, das 16. nachhaltige Entwicklungsziel. Das lautet Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Der kann da was gegen haben. Klingt grundsätzlich erstmal. Frieden ist toll, Gerechtigkeit ist toll, starke Institutionen heißt ein funktionierender Staat, also das heißt Recht und Ordnung, Behörden funktionieren, Bürokratie, super. Finde ich gut. Jetzt kann man reingucken und sieht dann den Unterpunkt 9, also das heißt SDG 16.9. Und da haben wir dann drin stehen, als Ziel, konkreter, bis 2030 Schaffung einer legalen Identität für alle, einschließlich Geburtsregistrierung. Und da kommen wir auf ein Thema, ich weiß nicht, wer mein Buch Inside Corona gelesen hat, aber da habe ich das schon mal gehabt, das Thema. Es gibt zum Beispiel, auf die kommen wir gleich noch, eine Organisation, die nennt sich ID 2020. Das ist eine Stiftung, eine NGO, die genau dieses Ziel hat. Sie hat das Ziel, allen Menschen eine digitale Identität zu geben. Und was genau kann man sich unter einer digitalen Identität vorstellen? Du bist in einer App. Deine Geburtsurkunde, dein Reisepass, dein Personalausweis, dein Führerschein, deine Krankenkassenkarte, deine Gesundheitsakte, deine Bankkarte, alles. Hm. Alles in einer App. Hm. Das Ding ist, ich könnte jetzt vielleicht viele von unseren Zuschauern schocken. Ja? Ich finde das vom Konzept her gar nicht mal blöd. Gar nicht mal scheiße. So, also das hätte, wenn vernünftig umgesetzt, und das ist natürlich ganz klar die Klammer, die man da setzen muss, und da kommen wir sicherlich gleich drauf, aber mal angenommen, man würde das vernünftig umsetzen, hätte das eigentlich sehr viele Vorteile. Bürokratie kann massiv reduziert werden. Du könntest sozusagen, wenn du irgendwo hingehst, wo du wieder 1000 Formulare ausfüllen musst und deine Daten angeben musst, könntest du sozusagen in dieser App sagen, okay, diese Daten möchte ich jetzt hier freigeben, scannen, wie mobiles Bezahlen oder so, zack, blub, und du musst keine Formulare. Also es könnte vieles deutlich einfacher machen, aber klar, ich verstehe natürlich sofort die Sorge, gläserner Bürger dadurch, alle Daten in einem Ding, du machst dich sozusagen überwachbar, du machst dich kontrollierbar und notfalls auch sanktionierbar, wenn die Regierung dich nicht mag und dir alles abstellt zum Beispiel. Also ich verstehe natürlich ganz klar die Kritik, dennoch halte ich das Konzept eigentlich als Idee für gar nicht komplett schlecht. Ich finde das Konzept von Weihnachtsmann auch toll. Nur es gibt die nicht. Ja? Ja. Also das ist das Problem dabei. Wenn du sowas hast, ist der Wunsch nach Missbrauch ist immer gegeben und der wird auch kommen. Also wir haben jetzt, es gibt einen Film, ich kann den empfehlen, das ist uralt, 90er Jahre, Das Netz mit Sandra Bullock. Mhm. Da geht es genau um so eine Geschichte, eine Frau stößt auf irgendwas ganz Abenteuerliches und dann wird sie abgeschaltet. Ihre Steuernummer ist nicht mehr da, es gibt sie nicht mehr. Sie geht zu ihrer Bank und die sagen, wir wissen gar nicht, wer sie sind. Das heißt, du kannst nicht mehr bezahlen, du kannst nichts mehr machen. Wir haben erlebt, wie
oder erleben es gerade, wie kritischen Journalisten, Bloggern, Webseitenbetreibern die Konten gesperrt werden. Wo Banken sagen, mit dir will ich nicht, du bist doof. Stell dir einmal vor, man könnte das nicht nur mit dem Bankkonto, sondern mit allem machen. Ja? Und da ist die Gefahr dabei. Da ist die Gefahr dabei. Absolut. Und deshalb ist diese digitale Identität, aber das ist ja der Punkt, die Leute finden es ja toll, weil, wie du sagst, klingt alles einfach. Ne? So, super. Aber das Problem ist... Man wird Argumente haben, es den Leuten schmackhaft zu machen, sagen wir es so. Natürlich. Aber das Problem ist eben, hart gesagt, ist die digitale Identität das ultimative Überwachungsinstrument. Kontrolle und Überwachung. Du weißt, was die Leute tun. Du kannst nicht einmal mehr, also du kannst jetzt nicht mal mehr sagen, was ich trinke abends mal heimlich ein Bier, soll keiner sehen. Es würde alles in deiner Identität, wäre alles drin. Du wirst komplett gläsern. Ob ich das gut finde? Ich nicht. So. Und in so eine Welt passt es natürlich nicht, wenn Leute sich Sachen anbauen können, selbst ernähren können und so weiter und so fort, weil dann bist du ja nicht gänzlich abhängig und nicht gänzlich kontrollierbar. Ne? Also da kommen wir dann vielleicht wieder zu der Landwirtschaft. Ja, wir bleiben noch, ich glaube, da kommen wir auch gleich wieder hin. Ich will das mit der digitalen Identität noch ein bisschen ausführen, weil das klingt ja jetzt, was wir diskutiert haben, wir haben so ein bisschen rumgequatscht, klingt ja alles sehr, sehr theoretisch. Nein, das läuft schon. Das ist der Witz an der Geschichte. Fange ich wieder von unten an. Wir erinnern uns noch an die wunderschöne Zeit, als alle Masken tragen haben und Angst vor der bösen Seuche Covid hatten. Da hat die WHO einen Leitfaden für die digitalen Impfpässe rausgegeben. Das heißt, die WHO hat geschrieben, wie die aufgebaut sein müssen, was da drin sein soll, bla bla bla. Kam alles von der WHO. Jetzt ist der interessante Teil dabei, dass diese Ausarbeitung wieder von gewissen Herrschaften unterstützt und finanziert wurde. Unter anderem steht in dem WHO-Bericht ein Herr Gates, dem auch ID 2020... Ach was, Herr Gates mal wieder. Herr Gates hat der WHO mit freundlicher Unterstützung gesagt, was sie da bitte schön in die digitalen Impfpässe schreiben soll. Und dann haben wir eine Frau von der Leyen, die ja den Herrn Gates sehr mag, die das auch prompt umgesetzt hat in den europäischen Covid-Impfpässen. Und wer jetzt denkt, na gut, Impfpass ist ja eigentlich sinnvoll, weil ich habe ja Angst vor der Seuche und so. Der Impfpass ist der Einstieg in digitale Identität. Und das sagt nicht ich, das sagt Frau von der Leyen. Frau von der Leyen hat genau das neulich erst auf einer Konferenz gesagt, wo sie erzählt hat, sie ist für die digitale Identität, die die EU umgesetzt hat auf Basis der WHO. Hören wir uns das an. Viele von Ihnen sind mit dem digitalen Zertifikat Covid-19 vertraut. Die EU hat es für sich selbst entwickelt. Das Modell war so funktional und vertrauenswürdig, dass 51 Länder auf 4 Kontinenten es kostenlos übernahmen. Heute wird es von der WHO als globaler Standard verwendet, um die Mobilität in Zeiten von Gesundheitsbedrohungen zu erleichtern. Ja klar, also es ist ja logischerweise eine Vorstufe. Wenn du ein digitales Impfzertifikat hast, ist ein digitales Dokument sozusagen, wo Informationen über dich gesammelt sind, noch nicht ganz so viele, aber relevante Gesundheitsinformationen. Es ist eine Vorstufe. Ja, und nicht nur das. Ich habe darüber mal berichtet, und das ist auch eine Sache, die in den Medien gar nicht kommt. Kennst du das Europäische Vermögensregister? Die EU hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, nachdem alle Vermögen in der EU, nicht nur Bankkonten, Gemälde zu Hause, Schmuck in der Schublade, alles soll erfasst werden. Das heißt, wir sind genau da bei dieser Datensammlung und die EU hat über die digitale Identität, die sie offiziell noch digitalen Impfpass nennt, schon die Infrastruktur geschaffen, um all diese Daten zusammenzuführen. Das heißt, die digitale Identität, die am Anfang dieser zweiten Hälfte der Sendung noch so theoretisch klang, die wird gerade aufgebaut. Wir werden nicht wirklich gefragt. In Deutschland übrigens gibt es dafür auch ein Gesetz. Das ist die elektronische Patientenakte. In Deutschland heißt es, der Patient kann widersprechen, also ist ganz frei, du musst nicht. Musst nicht. EU-Recht schlägt deutsches Recht. Aber guck mal, digitale Patientenakte ist schon wieder was, wo man auch durchaus Vorteile sehen kann. Ne? Du musst dir, wenn du von einem Arzt zum anderen gehst oder zum Spezialisten gehst, nicht alle Papiere ausdrucken lassen und so weiter und so fort. Ne? Du hast einfach, scannst deine Karte und der kann sofort sehen, was mit dir nicht stimmt. Also ist doch eigentlich auch was auf dem Papier, wo man sich denkt, oh, das wäre doch eigentlich ein Fortschritt. Ja, eine tolle Sache. Vor allem, wenn du überlegst, dass wir genug Skandale hatten mit Daten. Und jetzt stell dir vor, die Krankenversicherungen können morgen reingucken.
Was glaubst du, was das mit deinen Beiträgen macht, wenn du irgendwas hast? Klar, ne? Also natürlich hätte das da Einfluss, dann müsste man, wenn man es vernünftig machen würde, das so regulieren, dass die Krankenkassen das nicht berücksichtigen dürfen, wie auch immer. Aber klar, also ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Sagt dir schon, dass der Weihnachtsmann auch ein tolles Konzept ist? Der Missbrauch ist dem Konzept wahrscheinlich inhärent, ja. Der ist vorgesehen. Also es ist, du kannst mir oder mir fällt kein System ein, keine solche Auflockerung von Datenschutz fällt mir nicht ein Beispiel ein, wo das nicht hinterher missbraucht wurde. So, und es geht ja auch darum, wieder, wer ist es denn, der diese Dinge lobbyiert? Es ist ja nicht eine Frau von der Leyen, die sagt, ich möchte gerne, sondern der Ursprung kam von einem Herrn Gates. Ein Herr Gates, der Projekte wie ID 2020 hat und dann auch andere Projekte, die er hat, die genau auf dieses Ziel hinarbeiten. Und dann kommt eine Frau von der Leyen und setzt es um und sagt, oh, das ist aber schön. Und dann ist die Frage, wem gehört? Wer hat denn die Daten eigentlich dann? Die EU? Oder vielleicht der Dienstleister, den sie beauftragt? Also der so selbstlos sein Geld in solche Projekte investiert hat? Ganz selbstlos. Mhm. Könnte es sein, dass der dann auf den Daten sitzt? Man kann nur mutmaßen, würde ich so behaupten. Und aber könnte es sein, dass die Daten dann nicht mehr so gut geschützt sind? Das soll sich, denke ich mal, da soll jeder seine eigenen Schlüsse ziehen, würde ich behaupten. Richtig. Aber wie schaffen wir jetzt den Schwenk zurück zu den Landwirten? Also der Punkt ist folgender. Was wir feststellen ist, und ich mach das noch rund, das System dahinter ist, wir kriegen in den Medien erzählt, es gibt Philanthropen, die arbeiten so selbstlos, die verschenken ja Geld für unser Bestes, werden dabei komischerweise mal reicher. Mhm. Und das Modell läuft sehr einfach. Der Philanthrop denkt sich ein Modell aus, eine Geschichte, was weiß ich. Ich habe mein Lieblingsbeispiel Schnupfentropfen für Kenia und sagt, das ist ganz toll, ich gebe 2 Millionen dafür. Und dann kommen die europäischen Staaten, super Gesundheitsprojekt, wir geben 20 Millionen obendrauf, das 10- oder sogar 100-fache obendrauf an Steuergeld. Das Geld geht in das Projekt gehört aber oder wird organisiert von diesem Initiator, von diesem reichen Menschen. Und der sorgt dafür, dass die Schnupfentropfen bitteschön bei der Firma gekauft werden, die ihm gehört. Das heißt, aus 2 Millionen eigenem Geld macht er dann 20 Millionen Steuergeld in seine Tasche. So funktioniert es immer. Das ist das Geschäftsmodell Weltretten. Ne? Das ist das Geschäftsmodell Weltretten, Philanthropie und so weiter. Und ich will das eben an einem Beispiel zeigen, weil wir haben ja den Namen Gates heute öfters gehört. Zum Beispiel ein Herr Gates hat, Achtung, das ist eine Antwort der Bundesregierung, das habe ich mir nicht ausgedacht, ein Herr Gates hat aktuell 31 Projekte mit der Bundesregierung, die Bundesregierung finanziert, in Höhe von 3,8 Milliarden Euro. Das ist Geld, das an Gates geht und wo er überlegt, wofür er es ausgibt. Und wenn wir damit zurück zu den Landwirten kommen, gibt es nämlich ein Beispiel dafür. Und zwar gab es und gibt es das Projekt Green Revolution for Africa. Mhm. Das hat sich ein Herr Gates ausgesagt, zusammen mit einem Herrn Rockefeller. Da ging es darum, dass sie sagten, okay, Afrika, Hunger und die Bauern produzieren nicht so viel, die Bauern müssen mehr produzieren, wohlhabender werden, Hunger bekämpfen und so weiter. Ganz tolle Idee. Und dann kamen wieder die restlichen Staaten und die haben gesagt, super Idee, haben wieder das 20-fache an Geld mit reingeschossen. Und mit dem Geld wurde in erster Linie Saatgut von Monsanto gekauft. Das heißt, die Bauern haben ihren traditionellen Saatgutaustausch eingestellt und wurden auch von den Regierungen, teilweise die afrikanischen Regierungen haben Gesetze geändert, wurden dann gezwungen, dieses manipulierte Saatgut von Monsanto zu kaufen. Dass man nicht neu aussehen kann, das muss man jedes Jahr neu kaufen. Damit sozusagen diese eigentlich organisch entwickelten Wirtschaftsmechanismen, die es dort gab, mit Saatguttausch und solchen Geschichten, komplett zerstört. Alles außer Kraft gesetzt, ja. Geld in die Tasche von Monsanto und komischerweise waren Herr Gates und der Rockefeller klar daran beteiligt. So funktioniert das. Und wurde damit jetzt der Hunger in Afrika gelöst? Oder? Nee, das ist das Einzige, was an dem Projekt nicht geklappt hat. Ach so. Sonst war alles gut. Aber abhängig machen von dem eigenen Produkt, das hat geklappt, ja? Das ging schon, ja. Mit dem Hunger, das arbeiten wir noch dran. Das heißt, was wir sehen, wenn wir uns das angucken, diese ganze Geschichte komplexer, dann geht es darum, diverse Märkte zu kontrollieren. Bei den Landwirtschaften geht es darum, wir kontrollieren die Geschichte mit Saatgut und Pestiziden. Die Monsanto-Geschichte. Und wir brauchen das Land. Herr Gates ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der größte Farmlandbesitzer in den USA. Hm, das habe ich tatsächlich schon gehört, ja. Ja, und das ist das, was wir in Europa erleben, wenn die Höfe, wie auch immer, durch Kürzung von Subventionen etc. in Bankrott getrieben werden. Wir sehen, dass plötzlich Land zum Verkauf steht.
Wir könnten jetzt das Thema noch ewig weiterführen. Wir könnten über die Ukraine reden, wo die Schwarzerde auf Druck des IWF plötzlich an westliche Investoren verkauft werden muss und so weiter. Sei es vielleicht mal kurz erwähnt. Also das IWF stellt im Endeffekt Forderungen, um Kredite zu geben. Ja, also wir geben euch Geld, wenn ihr so und so und so. Und wenn, wenn ihr die Schwarzerde privatisiert. So. An westliche Konzerne. Super freundlich, oder? Nette Menschen. Wie gesagt, wir können jetzt alle lange sagen, das ist Schwurbelei. Wir könnten dieses Thema nur anreißen. Aber es ist ein Denkanstoß und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Thema im Hinterkopf zu behalten, weil wir sehen, dass da oftmals wesentlich größere andere Dinge hinterstecken als lediglich die Streichung von Subventionen für Agrardiesel. In diesem Sinne, eine schwurblerische Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.